Sage schon mal Danke und Enrico macht mit dem Robert weiter. Dem will ich nicht. Nee, gut, okay, ich mach das, ich mach das. Glückwunsch, alter Heulboje. Nachdem du dich ja heute Nachmittag noch total unzufrieden hier gesträubt hast und deinen Teamkollegen, wie soll ich denn sagen, ja, am Krankenbett besucht hattest, bist du zufrieden? Ja, was heißt zufrieden? Maximum rausgeholt, was ging. Habe ich auch, gerade nachdem ich gesehen habe, was im Quali wirklich ging und in dem kompletten ersten Stint, auf jeden Fall schon abgeschrieben gehabt. P1 ist, also das geht auf gar keinen Fall. Nur irgendwie gucken, P2 zu halten. Also die Getränkedosen, Autos waren heute sehr, sehr schnell unterwegs. Kann man gar nicht anders sagen. Also reiner Speed kam nicht ran. Ging nicht. Also Wahnsinns-Performance auf die Rundenzeiten gesehen. Gut, aber zum Glück jetzt ein fehlerfreies Rennen gehabt. Das hat uns dann wirklich nach vorne gespült. Und an der Stelle dann natürlich ein Gruß an den lieben Herrn Legner, der das sich angucken wollte, hat er nur gesagt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch dabei ist. Ich hoffe mal, er ist mit dem Ergebnis auch zufrieden. Denke ich doch mal. Und ich bin einfach nur froh. Le Mans hinter uns gebracht. Monster hinter uns gebracht, auch genügend Punkte mitgenommen, mehr wollten wir gar nicht und happy ab nach Silverstone, Ende aus. Ja, jetzt, ich habe zwar etwas länger gebraucht, was du mit Getränkedosenautos meinst, aber ich weiß es jetzt. Killerfisch, Ja, Killerfisch, ich ja. habe jetzt überlegt, wir wären hier in der Formel 1 und ich habe die Red Bull Autos bei uns in der RLMS gesucht. Bascho, gell? Ja, an dieser Stelle wünsche ich natürlich dem Daniel auch noch alles Gute, gute Besserung und dem Robert herzlichen Glückwunsch und verweise dich an den Motorsport for All lackierten LMP2, lieber Harald. Ja, ich spreche nicht mit dem LMP2 selber, sondern mit einem der Piloten. Philipp Jäger hat den Weg hier zu uns nach oben gefunden. Guten Tag. Hallo und Glückwunsch an alle, die so gut abgestimmt haben, dass sie hier sein dürfen. Ja, du ja anscheinend auch. Und zwar in den letzten Runden mit einem kleinen Kunststück. Du bist mit einem halben Auto ins Ziel gekommen. Warum machst du sowas? Ja, es ging jetzt nicht anders. Also, ja, ich hatte dann die Wahl zwischen einfach in die Box fahren und das Rennen weggeben und dann einfach mit dem Mut der Verzweiflung versuchen, noch irgendwie was zu retten. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden und das hat ja auch geklappt. Also ich hatte so 10, 12 km/h mehr Topspeed auf der Geraden und ja, da konnte ich dann immer ein bisschen Zeit rausholen, dass es mir dann in den Kurven gefehlt hat. Und so ist es dann noch einigermaßen beliebt gegangen. Ja, dein Mut dazu in allen Ehren hat leider aber die negative Folge gehabt. Wir hatten jetzt nicht den siebten Sieger im siebten Rennen. Könntest du dich schon ein bisschen schämen? Nee, also da habe ich ja alles versucht dagegen zu tun und ja, das muss dann jetzt mal warten. Es muss dann im achten Okay. Rennen erfolgen. Wir werden Verständnis aufbringen. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Jäger, Motorsport for All. Enrico, du Danke. darfst. Ja, wobei man muss ja sagen, es ist ja noch nicht immer schlimm, weil man kann ja die positiven Dinge sehen und dem Philipp an dieser Stelle zum ersten Sieger in der Saison, der zum zweiten Mal gewonnen hat, gratulieren. Ich glaube, Sebring habt ihr gewonnen, ne? Ja, wir haben den 12-Stunden-Klassiker da gewonnen. Genau, so, ich mache dann mal weiter mit der LMP1 an dieser Stelle auch von meiner Seite aus. Mein Glückwunsch. Ja, Benjamin, Wahnsinn. Endlich hast du dieser Motorsport for All und No Limit Armada da vorne bezwungen. Wie fühlst du dich denn? Seelisch und physisch sehr mitgenommen. Komplett Zustand Seelisch. zweifelhaft. Richtig. Okay. Die anderen aus deinem Team hatten wohl heute Angst, irgendwas zu versauen, dass du da 3 Stunden durchbügeln musstest. Ja, kam ganz einfach dazu, dass der Audi ja 2 Wochen bevor das Rennen losging, wurde entschieden, dass der Audi nicht mehr an den Start geht. Mich wurde dann so quasi unter Zwang auf den Peugeot geschoben und ja, dann habe ich halt angefangen zu trainieren und ja, es hat ja ganz gut hingehauen dann am Ende. Ja, ich sag mal, wenn das Auto nicht deine erste Wahl war, dann bin ich jetzt schon fast ein bisschen geschockt, was du dann mit dem Audi gemacht hättest.
Und nichtsdestotrotz, aber beim nächsten Mal dürfen die anderen auch wieder fahren, Fahrer? Ja, klar. Ja, man weiß es ja nicht. Es kann ja jetzt auch sein, dass du sagst, du, mit euch funktioniert das nicht, ich mache das jetzt selbst. Das wird ein bisschen schwer, bei 1000 Kilometer von Silverstone das allein durchzuziehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, wobei 6 Stunden geht schon. Geht, kann man schon mal machen. Ja, ich weiß, der M-Technology-Fahrer Thorsten Drews hat das in seinem Premierenrennen sogar gemacht. Da war 6 Stunden von Dingsbums Elkhart Blake. Ja, ich glaube auch an den Herrn Ehrlich diese Saison, ne? 12 Stunden Sebring. Ja, und da den Maximilian Baumann, der damals fast 24 Stunden in Le Mans gefahren ist. Aber ja, was soll's. An dieser Stelle, Benjamin, auch an dich mein Riesenglückwunsch und sagen wir, wir würden der Lauda immer machen, die Kappe ziehen. Aber ich würde trotzdem noch einmal den Zweitplatzierten, wenn wir den schon hier haben, noch mal kurz, den Drittplatzierten. Drittplatzierter, gell? Ja, Drittplatzierter. Richtig, richtig. Den Sören Colucci, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Sören, bist du denn da? Ja, hallo, moin. Ja, toll. Du wolltest wohl zum Schluss noch das Risiko eingehen, den Motorsport for All Peugeot in die Wälder von Monza zu legen und damit die Meisterschaftsführung zu opfern? Oder warum bist du eine schnellste Runde nach der anderen gefahren? Ja, man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen oder in unserem Fall mit dem Glück, ne, dass vorne was passiert. Deswegen habe ich noch mal ein bisschen gepusht. Ich meine, gut, die Leute sind alle so abgeklärt da vorne gefahren, ne, dass da natürlich nichts passiert ist. Deswegen auch nochmal Kratz an alle und besonders an Benjamin. Ja, ansonsten war es eigentlich sehr gutes Rennen gewesen von uns. Gut, Manu hat zwei kleine Fehler drin gehabt, was es vielleicht eine bessere Platzierung gekostet hätte, aber ja, wir sind zufrieden. Gesamtführung ausgebaut. Was wollen wir mehr? So sehe ich das auch. Ja, an dieser Stelle verweise ich nochmal auf den 28.04.2012. Das ist ein Samstag und da sehen wir uns nämlich wieder in Silverstone. 1000 Kilometer stehen da an, das sind so knapp 6 Stunden Fahrzeit. Und übergebe den Abschiedsgruß an meinen netten Kollegen, der heute immer total aufmerksam mitmoderiert hat, Harald. Bitte, was? Wie? Schon wieder? Okay. Ich freue mich. Es war mal wieder eine Ehre mit Enrico, mit unseren herrlichen Gästen und mit dem italienischen Wein. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal von der Insel in England.